würde ich sagen, glauben wir jetzt einfach mal, der Bernd Schmotz, der gerade von 9 auf 10 Ball gewechselt hat, hat jetzt in dem Moment von 10 auf 9 zurückgewechselt in der Anzeigetafel. Und jetzt hoffen wir mal, dass es so stimmt, was wir da an Informationen in der Kürze genannt bekommen haben. Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt hier vom Kommentatorenplatz zum Interview geeilt bin und vom Interview wieder zurück hierher und dann ad hoc mich hier hingesetzt habe und ja, ein bisschen wenig Informationen bekommen habe, muss ich mal ganz ehrlich jetzt sagen. Aber wir sind halt eben auch ein kleines Team, jeder hat viel zu tun und da passiert sowas. Wir werden das im Laufe des Spiels noch rauskriegen, ob es denn jetzt hier wirklich bis 7 geht im 9 Ball. Und dann schauen wir uns vor allen Dingen mal an, wie der Vincent so mit dem Billard bewandert ist, ob er denn wirklich dem, ob er dem Francisco Bustamante doch wirklich hier ernsthaft Paroli bieten kann oder ob der Vincent einfach nur sagt, ich will jetzt mal hier gegen so einen Weltstar spielen und egal wie es ausgeht, gehe, wenn ich untergehe, auch halb so wild. Aber das werden wir im Laufe des Spiels rauskriegen, was der Vincent so drauf hat in Sachen Poolbillard und in Sachen Neunball. So, und an dieser Stelle auch herzliche Grüße an den Jörg Kaplan, der sich bedankt, dass ich ihm jetzt gar keinen Druck gemacht habe, indem ich jetzt einfach mal gesagt habe, wer schlägt den Jörn im Achtball? Bitte Jörn. War schön, dich gekannt zu haben. So. Für alle, die neu dazugekommen sind, sei es gesagt, also die Endrunde in der German Tour im Finale geht ja im Achtball über die Bühne und da ist der Jörn Kaplan wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, mehrfacher deutscher Meister in der Disziplin. Und da habe ich ihn vorhin mal dann doch zu dem engsten Favoritenkreis gezählt. Er kann das Ganze natürlich umgehen, indem er im 10-Ball dann einfach mal ausscheidet in der Zwischenrunde, aber das halte ich dann auch für ein Gerücht. So, schöne Grüße gehen auch nach Österreich. Dort hatten wir uns auch in Salzburg im Kugelrund. Robert Windel hört uns zu checkbillard.com. Auch ein Co-Sponsor der German Tour wird morgen hier höchst selbst zu Gast sein und seine tolle App vorstellen. checkbillard.com. How to play pool billiards. So, und jetzt kommt der Tester, von dem ich gesprochen habe.
wo wir dann mal sehen werden, Vincent Mario Castel, was hat dieser Spieler drauf? Alles offen soweit, das Auge reicht, Stellung 3 auf 4, oh, hui. Da würde ich sagen, Nervosität oder ich will mal gegen Francisco spielen, eins von beiden. Auch das gibt es natürlich und das finde ich übrigens auch gut, dass es solche Leute gibt, die einfach mal sagen, ich möchte noch in 30 Jahren meinen Kindern und dann später noch den Enkeln erzählen, ich habe gegen einen der größten der Welt ein Match bestritten und das auch noch live vor Kameras. Ist jetzt auch nicht irgendwie egozentrisch wäre oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach cool. Einfach mal machen. Einfach mal 5 gerade sein lassen und so ein Match mal bestreiten. Ja, da sieht man schon, dass auch der Django da nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Herr Tschatsch hat es wohl schon gesehen, der Vincent, naja, den wird er wohl im Griff haben. Und hat prompt die 3 verschossen. Hat natürlich Glück gehabt mit der Ablage, ganz klar. Da wird der Vincent das Jump-Kill auspacken. So ist es. Sieht das nicht gut aus. Francisco Bustamante mit dem Logo des Touch Billiard Magazin. So muss das sein. Schöne Position auf die 4. Über eine, wahlweise 2 Banden Richtung Tischmitte. 2 Banden. Na, da geht er den langen Weg, aber konsequent. McDermott, Billiard Cues, Handcrafted Cues, Celebrating 40 Years of Excellence. Billiard Beckmann präsentiert McDermott exklusiv in Deutschland. Billiard Beckmann, einer der Hauptsponsoren oder der Hauptsponsor der German Tour, des German Tour Finals. Mit den Marken Brunswick und McDermott. Jürgen Beckmann hat sich selbst vorhin, ich hätte schon fast gesagt, von der ordnungsgemäßen Ziehung der Lottozahlen überzeugt, aber nein, er war hier und hat mal geschaut, wie es hier beim German Tour Finale ist und er war begeistert, das war zu sehen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr, sehr wichtig, wenn sich Geldgeber so freuen, dass ja, mit dem Geld was Gutes gemacht wurde. Und das ist natürlich auch gut für die ganze Billardszene an sich, wenn wieder ein bisschen mehr Geld in der Szene unterwegs ist. Weil wenn du Geld investierst, kommt auch welches zurück irgendwann mal. So ist das nun mal. Und genau an dieses Geld müssen wir rankommen.
wir müssen ein interessantes, um das nochmal auszuführen, ein interessantes Produkt haben, das für Sponsoren interessant ist. Wirklich interessant ist. Und mit der German Tour ist was geschaffen worden, was ja eigentlich alle Punkte erfüllt, die nötig sind. Da ist natürlich dann der nächste Schritt nicht nur so eine Übertragung, wie wir sie jetzt haben, sondern da kann man natürlich auch schon mal weiterdenken. Ihr wisst, was ich meine. Alles ist möglich, wenn man mal ein gut funktionierendes Produkt hat und die ersten Sponsoren die Sache unterstützen, dann sind auch vielleicht mal ruckzuck weitere an der Reihe und sagen, na, das ist was Tolles, da steige ich mit ein. Ja? Und da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Nicht getrennt voneinander, sondern alle gemeinsam und dann, ja, dann und eigentlich auch nur dann ist es möglich, wieder was zu erreichen in Sachen Billard in Deutschland, dass wir wieder aus der Talsohle herauskommen. Wir sind natürlich, wird jeder gemerkt haben, schon auf dem aufsteigenden Ast. Und hier das German Tour Finale ist ein weiterer Baustein. Zugegebenermaßen wichtig. Und da haben wir die Firma ReLive, die zusammen mit Blue White Ball hier den Livestream produziert. Da werden wir im Laufe der Tage noch den Nils Johanning mal hier als Co-Kommentator haben, der die Firma ReLive leitet, selbst Billardspieler ist und voller Enthusiasmus hier an die Sache German Tour herangegangen ist. Und hier Tag und Nacht, ja, rund um die Uhr arbeitet, damit wir hier gescheite Bilder haben, stabile Bilder. Das ist ein professionelles Unternehmen, so wie wir uns das gewünscht haben, damit wir hier schöne Bilder produzieren. Und der Bernd Schmotz an der Stelle auch wieder erwähnt, der mit seiner ganzen Kamera, seinem Mischpult hier vor Ort ist, hier Regie führt. Und einen großen Teil dazu beiträgt, zum Gelingen des Livestreams. So, da haben wir jetzt eine sehr gute Chance, dass der Vincent mal eine 1 auf sein Tableau bekommt. Hui, na, hat er Glück, beziehungsweise da bleibt ein Banker ins Mittelloch liegen und für einen, der Bankpool so beherrscht wie Francisco Bustamante, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, okay, so geht's natürlich auch. Er kommentiert mit einem Lucky und 4:0 Lucky.
Da haben wir Blue White Ball, Billard TV eingeblendet. Watch us on YouTube. Schaut euch mal den Blue White Ball Channel auf YouTube an. Da gibt es unzählige Videos über Billard, über diverse Turniere, garniert mit Interviews. Da hatten wir schon viele Top-Spieler vor der Flinte, zuletzt jetzt Nils Feien, aber auch schon Ralf Suke, Albin Ojan, Ina Kaplan, Andrea Oschkowski und viele andere mehr wurden bereits interviewt von Bernd Schmotz, respektive dann auch mal von mir. Ja, und da gibt es bestimmt die ein oder andere interessante Aussage zum Thema Billard und natürlich auch interessante Matches zu beobachten. Da werden jetzt sicherlich im neuen Jahr, wenn wir hier mit der German Tour rum sind, dann auch die Videos folgen von Neckarsulm 2015. Da hat Bernd, ach, ich meine 26, 27 Matches aufgezeichnet. Und die, so wie ich ihn kenne, würde die alle hochladen, der Verrückte. Er nickt. Wir haben Blickkontakt hier über 5, 6 Meter und er nickt mir zu, er hört mir zu und über Kopfhörer und nickt. Da müsst ihr euch natürlich ein bisschen gedulden, weil der Bernd ist hier bis zum 10. im Einsatz und dann wird er wahrscheinlich erstmal 96 Stunden schlafen und dann sehen wir weiter. Okay, da haben wir mal einen spektakulären Einbänder gesehen, der dem Francisco alle Möglichkeiten eröffnet, auf 5:0 zu erhöhen. Und genau das macht er auch, der Django. 5:0, leichtes Spiel für Bustl, wie er bei uns in Deutschland und eigentlich nur exklusiv in Deutschland, vielleicht noch in Österreich und auch der Schweiz heißt. Eigentlich ist er weltweit doch eher unter Django bekannt. German Tour 2015, jetzt sind wir beim Finale und das findet statt am 5. bis 10. Januar 2016. Wir sind mittendrin. Und live dabei hier in Darmstadt im Chaplains Bowling im ersten Stock oben, exklusiv für uns die komplette Arena, der komplette Saal, German Tour mäßig eingerichtet. Und wenn es dann in die Richtung Zwischenrunden geht, dann sind wir auch unten im Erdgeschoss tätig und spielen auch dort. Und dann geht das Turnier in seine heiße Phase. Thank you.
Gespielt wird außerdem im K60 in Darmstadt in der Casinostraße Nummer 60. Darüber hinaus im Billard Palace in Dieburg. Markt 22 ist dort die Adresse. Und dann noch im Vereinsheim des BVM Faldenwaldorf, das Zweitligisten. Dort steht 8 Tische zur Verfügung und da wird am Freitag gespielt. Unter anderem Nick Vandenberg wird dort aufschlagen. Nick Ottermann als Lokalmatador ist auch dabei. Und da werden wir auch live berichten. Da gibt es 2 Livestreams. So wie ich die Mörfelder kennen, wird das da auch laufen. Wir haben mit Peter Fangmeier einen ganz rührigen Mann, der auch heute hier war und nochmal technische Details besprochen hat mit dem Nils von ReLive. Und ich denke mal, da können wir doch einigermaßen sicher sein, dass dort die Bilder auch einwandfrei laufen werden. Ist für uns auch alles Neuland, gerade jetzt auch aus Mörfelden, die noch nie live gesendet haben. Ist auch für den Verein Premiere, aber wir sind alle guter Dinge, dass das funktionieren wird und dass wir den Nick Vandenberg natürlich dann auch mal im Livestream dort sehen. Unkommentiert zwar, aber immerhin Live-Bilder. Adresse vom BVM Feldenwaldorf ist am Berg 36. Die Adresse in Felden am Berg 36. Wer also zuschauen möchte, fahrt dorthin. Fahrt entweder nach Dieburg, nach Darmstadt zu den 2 Spielorten oder eben nach Mörfelden, je nachdem, wo euer Spitzenspieler, euer Lieblingsspieler agiert. Schaut rein auf germantour.net. Gleich auf der Startseite gibt es alle Resultate, da gibt es die Einteilungen, welche Spieler zu welcher Uhrzeit spielen und dann am jeweiligen Tag, wenn die Auslosungen erfolgen, stehen dann dort auch die Gruppeneinteilungen und die Ergebnisse im Livescore. Alles ersichtlich direkt auf der Startseite. Ich habe heute schon öfter die Frage gelesen, wo finde ich denn die Resultate? Kann ich nicht ganz nachvollziehen, die Frage, weil germantour.net sollte doch mittlerweile bekannt sein und im Blick auf die Startseite beantwortet alle Fragen. Wo soll es auch sonst stehen, ehrlich gesagt? Nun ja, mittlerweile sind, glaube ich, aber alle Unklarheiten beseitigt und jeder hat jetzt die Ergebnisse gefunden. Und beim Livestream hat sich es auch rumgesprochen, am besten über germantour.net. Über Sportdeutschland TV läuft das Ganze auch, ist aber wohl offensichtlich, was wir gehört haben, ein bisschen wackeliger. Technisch kann ich das nicht erklären, aber da gibt es auch wieder... Die wissen, wieso das so ist. Ich weiß es nicht. Auf billardaktuell.de sind wir auch. Sofort gibt es Links zum Livestream. Da kann man quasi auf der Billardaktuell-Seite sich reinklicken. Auf der Billard-Area, der Seite der Deutschen Billardunion, die hier auch die German Tour mit unterstützen, kann man natürlich auch den Stream sehen. Also es gibt zig Möglichkeiten, sich hier reinzuklicken. Macht das, schaut weiter zu die nächsten Tage. Auch die Klickzahlen sind natürlich extrem interessant für die Sponsoren. Also, wenn immer ihr Zeit habt, schaut rein. Wir haben super tolle Zugriffszahlen aus der ganzen Welt. Und diese Zahlen sind heutzutage wichtig. Ihr kennt das vom Fernsehen, die Einschaltquote. Die berühmte Einschaltquote. Und auch die ist für uns entscheidend. Für weitere Engagements von Sponsoren etc. Nur so, ich kann es nur wieder wiederholen, nur so können wir gemeinsam was erreichen. Interessiert euch für eure eigene Sportart, schaut zu. Der war gut. Der war gut, das war jetzt mal der erste richtige überzeugende Stoß von Vincent. Da muss ich leider sagen, er hat jetzt die 100 Euro oder was auch immer, was hier ausgespielt wird. Ich weiß es nicht. Mehr wird es sicherlich nicht sein. Einfach mal investiert. Ich spiele jetzt hier gegen den Django und der Hund zwinge ihn mal zu einem Foul. Django hat jetzt übrigens, nachdem er das Foul gemacht hat, Push-Push gerufen, was natürlich nicht mehr möglich war.
So, ist da der Vincent jetzt auf dem Weg zu seinem ersten Spielgewinn? Das sieht schon mal gut aus. Da gibt es auch Applaus von Django Bustamante. Das sollte doch jetzt zu bewerkstelligen sein für den Spanier, dass er hier endlich mal die 1 aufs Scoreboard bringt. Oh, aha, da sehen wir nochmal zum Schluss einen Einbänder, nachdem der Vincent die 9 verschossen hat. 7:0, also Francisco Bustamante gegen Vincent Barrio Castell. So, und dann gucken wir mal, ob wir noch ein kleines Interview mit Vincent bekommen. Und danach sehen wir das letzte Spiel des Tages. Da müssen wir mal gucken, vielleicht Ralf Eckert oder vielleicht kriegen wir noch ein Match zustande. Wir melden uns gleich wieder. Bis gleich.